Und moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Guck mal, was die Mathilde hier gebaut hat. Eine Medizinstation und ein Herd. Da weiß sie gleich, wo ihr Platz ist. Guckt mal an, Holz hat sie auch schon geholt. Den Wein würde ich da nicht lagern, weil der wird heiß, wenn da der Ofen ist. Und der Herd ist erbaut im Jahre 1780 in Russland, würde ich sagen, wegen der kyrillischen Schrift. Ist ein alter, traditionsreicher Herd. Hast du gut gebaut. Danke. Aber hier die Platten hier oben, sind die auch noch original? Auch keine deren Ahnung. Stufensystem? Ich glaube, das hast du mal nachgebaut, ne? Das ist nicht original. So, wie sieht's mit Wasser und Essen aus hier, verdammt? Also bei mir sieht es gut aus. Ich esse mal ganz normal Mittag. Ich habe nur mein Standardzeug dabei und habe schon 23 Kilo. Na, ich muss noch mehr trinken. Wir könnten da ja Moosvorbereitung ein bisschen machen. Das Ding ist, wir müssen ja auf jeden Fall ein bisschen loopen. Ich gucke gerade so ein bisschen auf der Karte, wo man hingehen könnte. Das sind auch die Häuser. Was sind unsere Missionen? Unsere Mission ist ja immer noch... Erstmal reparieren. Wir haben ja erstmal gesagt, dass wir da diese Radaranlage oder diese Biomission erstmal sein lassen. Wir wollten ja erstmal da diesen komischen Aufzug reparieren. Ja, da brauchen wir halt eine Gaslampe. Ein Elektromotor ist irgendwo. Zwei eigentlich Elektromotoren gefunden. Wer hat denn von uns Elektromotor? Ah, ne, hier. Hallo. Achso, das war ein Transformator. Transformator und Kästchen. Ich guck mal, hast du das gefunden in deiner Tasche oder hier in der Kiste? Ich hab das bei mir in die Kiste gepackt. Nahrungsmittel, Kräuter, Gewebe, Isolierbanddraht, nee, Stacheldraht, Chemikalie, Sator. Nö, ich hab das nicht. Oder hab ich das hier? Nee. Ich hab nur 11 Kilo mit mir. Warum? Ich wundere mich gerade, wo zeigt. Weil ich hab's nämlich auch nicht. Ich hab einen Toaster, drei Schraubendreher. Transformator. Einen habe ich. Eine Schere und einen Ventilator. Nicht in meinem Inventar, sondern in meiner Kiste. Achso, ich war ja eigentlich gerade dabei auf der Karte. Wir könnten zu dieser Station Moosverarbeitung gehen. Da könnten wir eventuell Zeug finden. Das ist auch in der Nähe von diesem... Ja, von diesem Fahrstuhl. Und für den Fahrstuhl braucht man ein Kästchen und was war noch? Transformator. Transformator. Habe ich nicht gesagt, ich habe einen Transformator? Also er ist nicht als gefunden markiert. Und für die Werkbank bräuchten wir noch ein Bügeleisen. Ja, er ist nicht dabei, weil ich den in meiner Kiste habe. So. Jetzt trage ich ihn quasi. Ah ja, jetzt ist auch Transformator. Warte mal, können wir auch sowas vielleicht beim Händler kaufen? Stimmt. Aber ich würde ehrlich gesagt lieber... Practically no competition. Hey, yo, Horst, was hast du denn? Pfannhatter. Selten Pulver. Tja, nicht das, was wir brauchen. So viel dazu. Come again. Ja, dann können wir wieder los.
Gab es hier oben vielleicht noch einen Händler? Hier sind ganz viele Händler. Ich glaube, man kann so mit jedem handeln. Aber ich weiß nicht, wie viel Bulle du noch hast. Ja, was mich interessiert erstmal, ob irgendwer was hat, was uns weiterbringt. Ja, Fotoapparat. Ja, alles wirklich Händler. Das Schiffchen. Nebel. Beim Schloss Gas. Okay. Das sind ja alles Leute, die handeln, ne? Ja, ja. Filter, Stacheldraht. Alles nicht so geil, was die haben. Ist das schon wieder dunkel hier? Mann. Du musst, glaube ich, dein Mikro mal ein bisschen mehr nach dem Mund packen. Das ist ein bisschen... Es geht nicht näher an den Mund. Da musst du lauter reden. Ja, das Problem ist, wenn ich zu laut rede, dann kriegt mich dein Mikro auch mit. Was ist der? Eine Hantel. Ja, Hantel ist Mist. Leiter kommt man irgendwie nicht hoch. Ja, schade. Hätte sein können, dass die irgendwie... Ja. Also, was die hier haben, ist der letzte Müll. Okay, Sonne geht unter, wir ziehen los. Sobald der Heinrich kommt. Ich habe hier einen Ausgang. Ja, aber du bist auf der falschen Seite. Bin ich blau oder bin ich rot? Du bist blau. Ja, das ist doch die richtige Seite. Du hast doch rot markiert, ich bin doch auf dem Weg dahin. Ja, okay, ich bin auf der anderen Seite rausgegangen. Dann treffen wir uns in der Mitte. Okay. In der Hoffnung, dass keiner von uns auf dem Weg stirbt. Guck mal, so habe ich jetzt eine wilde Kartoffel gefunden. Na guck. Toll, ein Schwindler. Bist du gestorben? Nee, da. Oh, scheiße. Und tschüss. Hast du ihn gekillt? Ja. Ich habe und, Überraschung, ich habe ein Kästchen gefunden. Bei dem Typen? Ah, oh, fuck. Ja. Bei dem, der mich angegriffen hat. Und hier ist noch einer. Der hat gerade einen Molotow-Cocktail nach mir geworfen. Bist du Arsch? Bist du? Ach, ich bin an dir vorbei schon. Ja, ich bin gerade so über die Brücke gekommen. Hm. Nee, der ist jetzt weg. Oh, der. Ja, ich jag ihn. Ja, ich seh dich. Alter, da voll... Alter, Hayuke oder was? Arschloch. Puh, okay. Wir können weiter. Der war ja flott unterwegs. Mhm. Ach ja, hier wolltest du rein. Weil hier haben sie was bewacht, ne? Ein Gebäude oder so hier. Das ist ja abgezäunt, das Gebiet hier. So, ja. Da sind wir die letzten Male dran vorbei. Na gut, wenn wir jetzt hier sind, können wir es auch durchsuchen. Wie viele Leute hast du gekillt? Zwei waren das jetzt. Schon mal zwei neue Waffen gefunden. Cool.
Tor ist zu, okay. Oh, hier oben ist eine Blitzanomalie. Hm. Ja. Das ist ja auch nichts. Nee. Und das ist eine gute Idee, wie wir es da rüber überhaupt hüpft. Wie hast denn das gemacht? Bin da einfach drauf gesprungen. Hui. Vorsicht. Okay. Ach, das ist so ein ängstliches Viech. Ich glaube. Brauche auf jeden Fall auch noch ein Bügeleisen. Oh, da geht jemand lang. Oh, hier ist eine Höhle. Ist eine Höhle? Auf jeden ja, Fall. Ja, und der Weg hat auf jeden Fall eine Blitzanomalie. Ich habe einen Elektromotor gefunden. Cool, eigentlich können wir doch jetzt zum Fahrstuhl gehen, oder? Ich glaube ja. Und der Herr hat noch einen Transformator für uns. Sehr schön. Ja, dann gehen wir doch mal zu dem. Ja. Was ist der denn? Überlege ich auch gerade. Wir müssen... Hinter dir! Oh, mein Aderlasser ist schon fast im Arsch. Müssen wir hier irgendwie querfeldein, ne? Nee, andersrum. Ich hab ihn markiert. 85 Meter. Also, da ist irgendwo ein Viech. Ich hab's gehört. Ah! Das hat mich. Was ist los? Lass sie los! Die Aubergine hat mich abgelenkt. Tomate. Oh, oh, hier ist eine Sapsi. Andere Waffe wählen. Genau, vielleicht haut er ab. Die hängt da gerade so schön fest. Nimmt das Schaden? Ja, so ein bisschen. Aber hat er es gerade echt für K.O. geworfen? Ja, ja. Man kannst du kurz K.O. ausnocken. Aber ich will mich gerade nicht wegbewegen, die hängt da gerade so schön fest. Wenn wir erstmal die Verteidigung von der kaputt geworfen haben. Ich habe zwar total Schiss vor dem scheiß Viech. Ich auch. Aber eigentlich muss man davor gar keinen Schiss haben. Vor allem, wir sind voll über die drüber gelaufen, ne? Gut, dass wir so unendlich viele Steine haben. Ja, danke Entwickler. Das Spiel entwickelt haben. Wir steinigen dich. Die Steinigung der Sapsi. Hier ist kein Weibsholz anwesend. Kann es sein, dass Weibsholz anwesend ist? Nein, 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 nein. Das Schlimme ist... Er hat den Stein geworfen. Ich will es wissen. Lenk's mal kurz ab, ich werde rauchen.
Die Verteidigung von diesem scheiß Viech kommt zurück. Wir hauen's doch kaputt. Ja, ja. Erbärmlicher Japsi, ey. Aber funktioniert doch. Wir tun uns nicht weh. Es dauert halt, aber na und? Und nein, ich gebe nicht dem Drang nach, auf sie einzukloppen. Der Drang ist stark. Oh ja. Gerade wenn das Vieh so K.O. liegt. Ja. Aber hey, wir haben schon fast die Hälfte von der Gesundheit runtergekloppt. Weggejapst. Nee. Wir hauen das jetzt einmal nochmal da um und dann... Okay. Jetzt. Okay, Attacke. Oh. Hat sich so ausgeht. Und jetzt gehe ich rauchen oder was trinken. Ich habe einen hysterischen Anfall übrigens. Da trinke ich mal einen Schnaps. Kipp mal die ganze Schachtel weg und trink nochmal einen Wein. Auf mich hier gerade voll. Okay, ich habe nur noch Panik. Wird das richtig, heißt das Panik oder wie sieht das bei dir? Ja, also es ist komplett so ein roter Zacken und ich hatte sogar einen hysterischen Anfall schon. Wo steht das mit hysterischem Anfall? Wenn du auf deinen Status sozusagen gehst. Wo ist denn mein Status? C. Ah, Panik. Ah. Okay, da bin ich dann hier drin gewesen. So, dann repariere ich den mal, ne? Hast du alles? Ja. Cool. What nu? Kann ich den nutzen? Reisen kostet 100 Teile, Mist. Alter. Wohin gehst du, Heinrich? Heinrich! Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Er lädt bei mir, ich habe ein schwarzes Bild. Heinrich, wo bist du nur? Ich guck mal auf der Karte. Über der Radarstadt, also hier... Oh, puh. Dann sollte ich vielleicht auch zu dir kommen, ne? Gut, dass ich dafür noch genügend Zeug habe. Ja, aber was wollen wir da machen? Ich wollte ja nur... Ich dachte, wir kommen mit zum Lager. Aber du kannst gerne kommen, ja. Oh, wir kriegen auch hier Fanatiker. Fanatiker? Oh, der war eine Bombe, Bombe, Bombe. Dog auch noch. Und gleich der nächste. Das war keine so gute Idee. Aber der Dog kümmert sich um den Gefreiten. Ja, bin weg. Oh, ich auch gleich. Retten Heinrich, retten Heinrich, retten Heinrich, retten Heinrich. Er ist tot? Dann hast du gut dann übergebumst. Der hinten heilt sich wahrscheinlich, ne? Ja. Sehr schön. Oh, der hat eine schöne neue Waffe. So, leider habe ich mich ganz schön K.O. gehauen. Ja, ich mich auch.
Wollen wir die Straße einfach runtergehen? In diese Richtung da? Also die Straße. Ja, kann man machen. Mal gucken, was wir entdecken. Hier liegt auch noch was. Achso, da ist nichts drin. Achso, ich wollte die neue Waffe nochmal nehmen. Warte mal ganz kurz. Waffe, ich zieh die mal aus. Ablegen. Anziehen. Ich finde das toll. Ich zieh meine Waffen an. Ja, dann gehen wir hier mal lang. Ah, ich glaube, da ist schon was. Oh, hier ist so ein... Was bist du überhaupt? Du hast hier so ein kleiner Affe. Scheißvieh. Oh, da ist so ein. Hehe. Strahl 1 und da ist ein. Oh, da ist ein Typ C. Ein Schwindler. Tot machen oder weiter? Links ist aber auch noch einer. Der geht gerade zum Gebäude da. Ist es nicht. Dann ziehen wir uns hier rechts weiter weg. Gehen wir dran vorbei. Krieg das Ding nicht weg. Oh, jetzt sind wir wieder auf der Straße. Ist ein Lagerfeuer. Und das sind Kräuter. Ah, von diesen Kräutern braucht man echt mehr. Hier hinten ist ja auch noch ein Gebäude bei Blau. Das habe ich auch gerade gesehen. Das ist quasi hier hinter, ne? Problem ist, dass unser Zimmer gerade hell erleuchtet ist. Von einer verfickten Kacksonne und im Spiel ist es dunkel. Was war das denn? Ein Quackwin. Ach, du willst ihn mal töten? Ich habe aber Angst vor das Ding. Der läuft von mir weg. Ach, ich krieg ihn nicht. Ja, dafür bräuchte ich mal einen Bogen oder so. Ich ist noch kein Quackwin. Achtung! Wow! Molotow! Ein Schwindler! Der hat mich voll erwischt. Ein Radio habe ich gefunden, das können wir auch noch gebrauchen. Sehr schön. Dann gucken wir uns nochmal hier die. Ja, wir brauchen nämlich immer noch ein Bügeleisen. Die Werkbank. Ich habe eine Fotoknips gefunden. Und so ein... Ich habe eine Gurke gefunden. Ah, ich krieg ihn nicht. Hier ist ein Schalter. Soll ich den einfach mal benutzen? Warte mal. Wo? Hier. Ja, wobei ich den Eindruck habe, dass... Hast du gemacht? Gar nichts. Da sind Leute. Ja, einer mit der Bombe, pass auf!
Oh oh, ich bin gleich tot. Töte ihn. Der auch. Stopp, du Schläger! So, der da drin hat auch noch was. Ich muss was essen, ich hab Hunger. Ich brauche mehr von diesen Heilpflanzen. Achso, soll ich den Schalter betätigen? Ja, kannst du mal machen, ich gehe aufs Auto. Passiert nichts. Hm. Ja, wahrscheinlich, weil da noch irgendwie eine Batterie oder sowas rein muss. Ah, ich bin voll kaputt. Guck mal, hier ist echt so ein Kräuter. Ich habe schon zwei Salben gebraucht und einen Verband, aber irgendwie bringt das gerade nichts. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch hier richtig was Gebrochenes. Angst, Stress. Ich hau mir mal Tabletten rein. Jetzt bin ich wieder ein bisschen weiß. Oh, hier gibt's einen Keller. Ah, eine Heilpflanze. Wir gehen erstmal um das Gebäude rum, bevor wir reingehen, würde ich vorschlagen. Was ist das? Ein Durchgang. Und eine Heilpflanze. Ja, da vorne ist auch noch eine. Auch im Keller. Ja, das ist eine Kiste, die ich durchsuchen kann. Toter. Boah, nimm mal einen Keller oder? Ah. Eine Bombe. Drag out. Ah, die springt sich selbst in die Luft. Hm, praktisch. Oh, hier sind noch Mogel. Geh mal hier rechts in den Keller. Warte, ich komme mit. Geh nicht alleine. Okay. Ah, da kommt einer. Oh, er hat sich erstmal selbst angezündet. Ist ein Profi. Na? Aber warum brennst du nicht, du Idiot? Oh, ich bin so gut wie tot. Ja, auch. Hast du was zum Heilen, oder? Ja, ich mache mir auch gerade noch mal selber. Oh, mein Schlüssel ist kaputt. Bist du wieder unten, weiter runter, oder? Ja, ich bin runtergegangen. Hier gibt's komische rote Kristalle. Warte kurz, ich muss mal Waffe wechseln. So, oh ja. Ah, hier kann ich nicht atmen anscheinend. Das macht Aua. Beim Roten? Mhm. Dann können wir nur links vielleicht noch weiter. Hier habe ich alles durchsucht.
Okay. Hier gibt's einen Marker. Oh. Ja, und das war's. Da ist der Sauerstoff ganz schnell weg. Na gut, dann sind wir mit dem Keller durch. Oben konnten wir uns ja auch noch umgucken. Oder muss man das irgendwie noch lernen? Ich raff es nicht. Ich kann es mir gut vorstellen, dass man das noch lernen muss. Ich habe zwar vorhin mal geguckt im Internet, aber... Internet hat nichts gesagt? Nee. Oh, guck mal. Mhm. Nette Dekoration. Also ich glaube, ich muss beim Händler mal ein bisschen Heilzeug kaufen. Ach, ja, ist schon. Oh! Ich hab's nicht gesehen. Achso, das ist rausgerannt. Ich hab nur das Geräusch gehört. Das Geräusch hat mich erschreckt. Wer sammelt denn hier Haut? Hallo, Mr. Hautsammler, wir tun nichts. Wir wollen nur Loot. Hier sind noch Sachen. Oh, ich komme da nicht mehr hoch. Weil überall im Regal ist Zeug. Oh, ein Medikamentenkästchen. Hm, nimm das mal mit. Antidepressiva. Da hatte ich ja meine letztes Mal auch her. Okay. Sind hier auf jeden Fall einiges, was man als Waffe nutzen kann. Hast du gerade gefunden oder was? Oh. Ja, ach, in dem Raum, in dem ich gerade drin war. Bei mir liegt noch eine Reliquie. Oh, die habe ich natürlich übersehen. Rechts neben der Leiche. Und Waffen kann man auch auseinandernehmen, ne? Gut. Dann haben wir das hier auch. Schnell weg, bevor die Feinde spawnen. Hm. Das war das Loch hier, oder was? Nee. Ja. Da kommen wir nicht weiter. Wir können wieder hier runter zur Trasse und uns auf den Weg zurück machen. Oder wir gehen zu dem Dings zurück. Ich glaube, über die Trasse sind wir besser aufgehoben. Haben wir noch Perks zu verteilen? Ja, ich kann einen. Läufer, Wassermann, Vielfraß. Ihr Organismus kann jetzt mehr Nährstoffe speichern. Das ist doch gut. Hm. Weil ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Ich hatte nur noch einen. Geschickte Hände. Wer klug ist, bricht Schlösser auf und nimmt sich das Seine. Das klingt doch schon mal. Genau, das hab ich auch schon. Ist jetzt die Frage, wie wir weitergehen wollen. So. Laufen wir querfeld ein? Händler, Spartaner. Diese Methode aktiver Verteidigung lässt sie aus dem Block schlagen. Länger der Überlebenschancen steigen, je weniger sie
Weniger Schläge sie fangen. Sie können ausweichen. Doppeltes. Das ist so eine. Ausweichen. Das muss ich mir mal merken. Doppelt auf Tastatur. Gehen wir querfeld einen zurück. Warte mal. Da ist ein Feuer, da würde ich mir gern Fleisch braten. Ah. Was hast du gemacht? Wenn ich zur Seite gehe. Ja. Sieht man das? Ja, ja. Okay. Ich kann ausweichen. Mit ich kann ausweichen mit Doppelklick auf der Leertaste. Ah. Wieso ähnlich wie bei Witcher? Was ist das? Oh ne, schon wieder. Nee, komm du doch. Au! Oh. Irgendwer hat ihn voll ans Bein erwischt. Ja, das wäre ich. Oh, mein, warte mal ganz kurz, mein Schraubschlüssel ist kaputt. Ja, ich gehe kurz ans Feuer. Ach, den repariere ich auch gar nicht. Ach, nein, ich habe ihn repariert. Scheiße, ich wollte ihn noch auseinandernehmen. Kacke. Hier sind Zelte. Hm. Oh, hier ist Loot. Loot tut gut. Aber es war bisher nur eine Pfeife und Sextanten. Ey, so einen hätte ich gerne eigentlich, wenn ich mal ein Haus hätte oder so, wo ich Platz habe, hätte ich gerne mal einen echt ein. Einfach. Sextant? Einfach zum Angeben. Wenn jemand fragt, kannst du mit umgehen? Natürlich. Nicht. In Hamburg, ich war auf der See. Ja. Bin Seemann. Hab das am Wochenendkurs gelernt. Ist noch ein Sextant. Ja, ist bestimmt cool, wenn man. Ach, die Runde Schachtel ist klar. Kommt man bestimmt auch bei Dates gut an. So, wenn so... Oh, hey. Ja, das hast du ja auch noch. Was sind denn noch Hobbys? Ja, ich habe einen Sextanten und kann damit umgehen. Was ist das? Ja, ist so doof. Okay, wir kommen hier anscheinend. Doch, wir könnten hier die Straße lang gehen, ins Gebirge. Wollen wir das machen oder eher weniger? Wir kommen noch aus dem Gebirge. Und hier hinten... Hier, wo ich jetzt mal auf der Karte gucke, sind wir gestorben, da war der Jäger. Nur so zur Info. Nee, der Jäger war hier so. Ach nee, stimmt, der war hier. Der war hier, darum sind wir da nicht weitergegangen. Okay. Nur also hier so geradeaus kommen wir, glaube ich, nicht wirklich weiter. Das heißt, wir können entweder hier oben tatsächlich rumgehen, wo der Jäger war, oder wir gehen runter. Aber wir können es versuchen, komm. Gehen wir da lang. Okay. Aber lass mich nur ganz kurz was essen und trinken. So, das sieht erstmal wieder gut aus. Ach, da geht's lang. Mhm. Ah, da ist wieder mehr. Oh. Ja. Aua! Oh! Der hat auf mich geschossen! Der schießt der hat immer eine noch. Armbrust! Ah! Da sind zwei! Ich bin tot. Scheiße, ist tot? Ja. Ah, hier sind noch mehr. Ich kann dich nicht streicheln. Scheiße. Ja, in die Mitte ist hart. Das sind die stärkeren Viecher. Ja. Ich fürchte, alle Sachen, die ich hier habe, bleiben da. Ich glaube nicht, da war kaum Chance, das wieder zu holen. Warum bin ich die Straße schon mal runtergerannt? Hm. Scheiße, wir hatten so viele tolle Sachen. 10 Sekunden übrigens noch. Bis du stirbst? Ja. 6. 3. 2, 1. Ich versuch's, mich da zu Fuß durchzuschlagen. Alles klar.
Sie sind gestorben. Ja, ich glaube nicht, dass ich in den nächsten 10 Minuten was wiederkriege. Okay. Hier ist ein Briefkasten. Ja, was ist damit? Ich verstehe das nicht. Rohrpost. Wird das hier irgendwie erklärt? Haben wir nicht? Hier, warte mal ganz kurz, das nervt mich gerade. Ah nee, das machen wir später, weil 10 Minuten. Ich weiß nicht, soll ich jetzt wirklich dann nochmal hingelaufen kommen? Ich laufe da jetzt hin, du. Wenn ich jetzt sterbe, also, habe ich ja eh nichts mehr. Glaubst du, du kommst da nicht raus lebendig? Nee, wenn ich dann sterbe, dann sterbe ich. Dann habe ich überhaupt nichts mehr. Ach du bist auch gestorben. Entschuldigung, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich bin vor dir gestorben. Nee, du bist doch noch weggelaufen. Ja. Du hast doch noch gekämpft. Darum haben die mich ja getötet. Ich bin vor dir gestorben. Also, du warst bei mir, du hast noch auf irgendwas gewartet. Ich weiß nicht, auf was. Auf mich vielleicht? Ja, ich habe darauf gewartet, dass du mich eventuell streicheln kannst. Oder meintest du, nee? Ja, du hast noch deine Streichelzeit gehabt. Da bin ich ja schon tot gewesen. Achso, ja, das wusste ich doch nicht. Ich wusste nicht, dass du gestorben bist. Dann hättest du mir Bescheid gegeben. Ich dachte, du hast auf den Monitor geguckt. Nein. Warum? Ich versuch's jetzt so. Wenn ich nichts mehr kriege, dann kriege ich halt nichts mehr. Ah, Anomalien-Power. Scheiße, wie komme ich hier durch? Ich bin eine Anomalie. Ihr könnt mir nichts anhaben, denn ich bin eine Anomalie. Ich bin eine Anomalie. Ihr könnt mir nichts anhaben. Ah, funktioniert. Denn ich bin eine Anomalie. Ah, Kiste ist leer. Klebeband. Eine Waffe wäre geil. Erste Hilfe. Toll. Und hier geht's ab in den Keller. Da traue ich mich aber nicht rein. Denn ich bin eine Anomalie. Machst du da jetzt hier einen auf diesen komischen Machtmönch? Machtmönch, ja. Genau, ich Star Wars. Ich bin eins mit der Macht. Die Macht ist eins ja, mit mir. Ja, genau, ich hab's voll drauf. Oh, das ist ein Sappi. Oder Schappi oder Klappi oder wie das Vieh hieß. Oh, hier sind überall Viecher. Nee, verpisst euch. Ich hab keinen Bock mit euch. Ich will meine Sachen. Ich hab keine Zeit für so ein Schappi und Klappi. Oh, da kommt der hinterher. Du kleine Drecksfotze. Der läuft da einfach hinter mir her, dieses Scheißvieh. Die Scheißviecher laufen hinter mir her. Das gibt's doch nicht. Anomalien sind mein Freund. So. Immer noch 300 ein paar zerquetschte Meter. Ja, bei mir auch. Schrei mich nicht an. Entschuldigung, hier war gerade eine Gruselpuppe. Weiß nicht, ob das der geilste Weg ist, den ich hier gewählt habe. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Nobody, go away. No, I'm not. Ja, gesagt, die Mitte ist nicht prall. Ich finde es schon mal gut, dass man von den Viechern auch weglaufen kann. Du müsstest hier irgendwo sein. Ah, da oben bist du. Hi. Hier bin ich. Ach, hi. Wir haben uns schon mal wiedergefunden. Ist doch schon mal was. Jetzt müssen wir nur an unsere Sachen kommen.
Hier von so einem Dog und von so einem Chappy bin ich schon weggerannt. Erfolgreich. Ich dachte, Anomalien sind gut. Da unten ist einer. So ein Mensch. Oh, du gehst aber ein bisschen in das Objekt rein. Ich glaube, das ist nicht so gewollt, wie wir gehen, aber... Egal. Wir sind gleich da. Ach, scheiße. Dort sind Leute. Wir bewachen das Tor. Hier, da können wir raus. Ja, das, da versuche ich ja gerade hinzukommen. Ah, der Stein extra so abgerundet, dass man nicht draufkommt, ja? So aus, ja. Nee, geht. Oh, hast du es geschafft. Du musst weiter an der Seite. Hm. Ah. Bist du? Ja. Dann gehen wir jetzt hier runter. Schleichen. Wir schleichen. Nicht, dass die Typen vom vom Eingang auf uns zukommen. Hm. Die wollte ich jetzt nicht anlocken. Da vorne liege ich und du liegst oben an der Kreuzung. Da, wo das Vieh gerade rumläuft. So, ich habe meinen Degen. Scheiße, der sieht das natürlich voll. Die sind auch noch verwundet. Alter, nimm alles. Hast du? Ach, ich hab alles. Dann lass uns hier die Straße abhauen, Alter. Zurück zur Basis mit dem ganzen Scheiß? Würde ich sagen, ne? Also ich habe eine ganze Menge Zeug dabei, das würde ich nur ungern. Aber jetzt wieder zu hier nach unten. Also den bekannten Weg, nicht den ja. Unbekannten, der gefährlich... Oh, das Vieh schläft. Oh, es hat mich gesehen. Oh. Aber von denen habe ich mittlerweile keine Angst mehr. Aber da... Das denn gerade? Weiß ich nicht. Was ich sagen wollte, dann müssen wir jetzt nicht reingehen, ne? Oder? Ah! Oh! Ein Schindler. Schon wieder gespawnt. Schwindler, nicht Schindler. Ach so. Schwindler. Schindler. Oh, der hat eine Banane dabei. Oh, wo gibt's denn hier Bananen? Banana. Oh, hier ist so ein Quick-Quack. Oh! Ja! Yeah! Wow! Da kommt der nächste. Der scheint ein bisschen stärker zu sein, ne? Schläger. Schläger. Got me. Hast ihn voll auf den Kopf geworfen. So, ich wollte jetzt von diesem komischen Viech da, wollte ich doch mal gucken, ob das was fallen gelassen hat. Oh, ich bin überladen, scheiße. Ich auch gerade, sehe ich. Aber auch nur, weil ich jetzt auf 49 habe, weil ich jetzt irgendwie zweifachen Bruch habe, so ein Scheiß bestimmt. Okay, von dem Viech liegt hier auf jeden Fall nichts mehr. Ja, leichtes Trauma habe ich. Unerträgliches. Mobilität. Ich habe... Unerträgliches. Ja. Ja, 50 Kilogramm. Hm. Schmeiß mir mal Medizin rein, gucken, ob das was bringt. Schmeiß. Irgendwie bringt das nichts. Was könnte ich denn da mal machen? Ich zerlege einfach das Schaufelblatt. So. Aber ich habe immer noch Rot.
Ja, aber ich habe jetzt maximal. Jetzt passt es. Kapazität von 46. Scheiße, so komme ich nicht voran. Hast du noch Platz? Nicht wirklich. Eine Armbanduhr, Thermometer hatten wir noch nicht. Holzkrokodil, das zerstöre ich mal. Alles Kleinkram. Ich will so ein Trafo und einen Transformator nicht auseinanderbauen. Wie viel Gewicht müsstest du denn loswerden? Tja, etwas über 2 Kilo. Ui. Ich kann ja mal gucken. Den Aderlasser würde ich umwerfen. Ah, hier die Axt. Verlegt. Ah, jetzt brauchst du nicht. Ich habe einfach jetzt eine Schaufel und einen Aderlass auseinandergebaut. Jetzt habe ich 45,2 Kilogramm. Wir können. Ich kann wieder laufen. Ich habe ja noch 3-4 andere Waffen. Ja. Oh, jetzt wird es wieder so eklig dunkel. Müssen wir hier runter? Ja, wir müssen da irgendwie am Rand lang. Ah, so ein kleines Verräterschwein ist da. Oh, da ist ein. Oh, dann gehen wir mal weiter. Ach so. Kommt. Was ist das für ein hässliches Teil? Ein Quackhuhn. Habe ich jetzt was darüber gelernt? Der Dork haben wir ja fast schon erste Stufe. Ja, der Quackhuhn. Der Quackhuhn ist harmlos. Er wird sie nicht angreifen, sondern bei drohender Gefahr versuchen, sich um ungelenk in Sicherheit zu bringen, wobei er seine Artgenossen mit einem eigentümlichen Quaken warnt. Scheiße. Upsi dupsi. Kann ich trinken. Das kommt davon, wenn man zwei Sachen gleichzeitig machen will. Labern und trinken. So. Ich wollte gerade sagen, bei den Gorlan und dem Quackgun oder wie das Ding auch heißt, kannst du nicht weiter aufsteigen. Bei den Räuber und Sapsi gibt es 3 Stufen quasi. Vielleicht lernt man auch, wenn man mehr über das Vieh weiß, was man von dem Vieh gebrauchen kann. Ja. Ah, da hinten bist du. Hast du hier durchgesucht? Ja. Ah, hier ist noch eine Kiste. Gut. Ach, ist das alles aufregend. Welchen Punkt folgen wir jetzt? Den roten? Ach. Erst zum roten und dann zum blauen. Weil der rote ist oben. Gasmaskengeschichte, das nervt mich. Ich will unbedingt die Mission weitermachen. Was ist das da unten? Oh, der kämpft gegen diesen Friedlichen. So. Ey! Lässt du den Heinrich mal los? Aua. Lass den Heinrich los! Lässt du den los? Böser Dork! Böser Dork! Arschkrampe. Dafür nehme ich dein Fleisch und esse es. Jetzt bin ich wieder verletzt. Ich bin auch wieder voll. -2 habe ich jetzt wieder. Oh, Anomalie. Ach, es ist so weit. Wir müssen jetzt die Schienen rechts folgen. Ich habe eigentlich gehofft, dass wenn wir Anomalien rechts ganz rechts müssen wir lang gehen, meine ich.
Egal. Eine Sapsi. Oh, nee. Aus, böse Sapsi. Böse Sapsi. Böse Sapsi. Hab ich gleich. Oh, ich bin umgekippt. Stopp, Sapsi. Bin tot. Alter. Streichel mich, Heile. Oh nein, Heinrich. Oder betest du mich an oder so? Oh, ich muss jetzt erstmal wieder gucken, was ich hier... Okay. Okay, hier ist noch so eine Station, die könnte man sich mal... Ja, da ist aber einer, der brennt oder schlägt. Ich würde lieber gehen. Ja, ich auch. Ah! Oder auch nicht. Nein! Bleib hier! Töte ihn und streichel mich! Boah, ich bin überladen. Streichel mich! Wo bist du? Streichel mich! Ich komm ja schon! Scheiße, jetzt habe ich die Transformatoren auseinandergenommen. Ich wollte eigentlich nur einen auseinandernehmen. Ich habe beide auseinandergenommen. Oh. Okay. Dafür habe ich jetzt kein Gewichtsproblem mehr. Egal, weiter. Einfach den Schienen folgen. Die führen uns ans Ziel. Und hoffen, dass uns niemand mehr über den Weg läuft. Vorsicht, Anomalie voraus. Da. Oh, die Folge geht eine Stunde, sehe ich gerade. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt sowieso noch auf dem Weg nach Hause, in der Hoffnung, nicht mehr zu sterben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, würde ich auch sagen. Wir würden uns freuen über Likes, Abos, Klicks, etc. Wir freuen uns über alles. Genau. Auf dem Heimweg auch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüssi.